Jetzt, wenn wir ein bisschen bodenständiger, nicht mehr so international, sondern wir erleben jetzt vielleicht Harzer Kochkunst. Ein Harzer ist hier heute Abend und wird gemeinsam mit mir kochen. Er leitet eine Wohnungsbaugenossenschaft, die haben oder ist die größte in Sachsen-Anhalt, über 10.000 Wohnungen hier in Magdeburg. Und ich freue mich ganz besonders, dass Axel Herrmann heute Abend Gast sein wird. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Herrmann. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Jetzt muss ich noch fragen, wieder vegetarisch oder doch was? Ich liebe doch eher das Fleisch, aber ich habe nicht das ganze Fleisch dabei heute. Wir haben uns ja auf Fisch verständigt. Aha, also Sie haben ein bisschen Rücksicht drauf genommen, dass die andere Köchin in Anführungszeichen doch was anderes gekocht hat. Ja. Schön, dass Sie da sind. Also wir verhandeln seit ungefähr anderthalb Jahren, dass Sie mal hier sind. Ich habe von Ihren Kochkünsten schon oft gehört und ich wollte mich hier zu überzeugen lassen. Und Sie haben wirklich was ganz Besonderes mitgebracht. Sozusagen Creme de la Creme von der italienischen Kochkunst, ein Fenchel-Risotto. Das ist was ganz Besonderes, auch noch vegetarisch, aber dann kommt jetzt auch ein bisschen Wolfbarsch ins Spiel. Vielleicht sagen Sie selber noch mal, was das ist. Wolfsbarschfilet mit einer kleinen Soße aus Butter, Olivenöl mit Knoblauch angetan und Kapern dazu. Ist ein bisschen Experiment, geschmacklich, aber mir gefällt es oder uns gefällt es eigentlich sehr gut. Und deswegen kochen wir das auch eigentlich sehr gern. Das Fenchel-Risotto, das hohe C der italienischen Küche, war mir bisher gar nicht so bewusst. Doch. Es ist einfach nur eine Beilage. Eine hohe Kunstbeilage. Aber Sie trinken mit mir ein Glas Wein. Frau Paschen sehr wollte gern mit mir nichts trinken, aber Sie trinken mit mir. Gehört beim Kochen einfach dazu. Ja, also ich habe was auch ein ganz besonderer Wein. Ein Pinot Noir im Weiß. Also ein Bio-Weingut Edelhof aus Österreich. Ich weiß, dass Sie mehr Saale-Unstrut Weine gerne trinken. Ja, das ist richtig, aber ich probiere auch gerne andere Regionen aus. Ob das doch zu dem Fenchel-Risotto gut passt. Also, wir gucken mal. So. Sieht schon mal sehr interessant aus. Hat eine sehr interessante Farbe, ja? Finde ich auch. Es ist also, riecht besonders. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. So, dann wollen wir vielleicht beginnen mit dem Essen. Ja. Oh ja. Ich habe hier sehr schön vorbereitet, ja. Ja, wunderbar. Hat die Küche vorbereitet, also ich nicht. Was müssen wir jetzt machen? Sie fangen an, ich assistiere. Ich würde sagen, wir fangen an, die Zwiebel zu schneiden und den Knoblauch zu schneiden. Gut. Zwiebel schälen, Knoblauch ebenfalls. Was wollen Sie machen, Zwiebel oder Knoblauch? Ich nehme die Zwiebel. Dann mache ich Knoblauch. Transsilvanische Ader mit Knoblauch. Vielen Dank. Kenne ich viel gut aus. Also, Sie kommen aus dem Harz, ist das richtig? Das ist richtig, jawohl. Also, ich bin also kein gebürtiger Magdeburger. Das heißt, wo aus dem Harz? Aus dem Südharz, aus dem ehemaligen Landkreis Sangerhausen in der Nähe. Der ein oder andere wird es vielleicht kennen, aus der Nähe von Stolberg, das Europastädtchen im Südharz. Stolberg kennt man auch auf jeden Fall sehr gut und da war ich auch einige Male da. Wie lange haben Sie da gelebt? Ja, eigentlich bis ich begonnen habe zu studieren. Das war so der erste größere Ausflug, sage ich mal, dass ich wirklich aus der Heimat etwas länger weggekommen bin. Und bin dann aber schon fast ab Studium, kann man sagen, fern der Heimat geblieben. Bis dahin dort aufgewachsen, gelernt, einen Beruf erlernt und nach dem Studium dann im Prinzip nicht wieder zurückgekehrt. So wie es ja sicherlich auch dem einen oder anderen geht, wenn man beim Studium ist. Was haben Sie studiert? Also nicht mit Wohnungswirtschaft, wie viel ich weiß. Nein. Also, ich entferne das gleich, dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Ich habe Finanzwirtschaft studiert. Ja. Komme also aus einer ganz anderen Branche. Sie waren vorher auch Banker, wenn ich richtig weiß. Ja, ich habe bei der Staatsbank der DDR eine Lehre gemacht. Ah. Und im Anschluss an die Lehre kurz gearbeitet und dann ein Studium begonnen. Und wo haben Sie studiert?
In Gotha. In Gotha. Ist auch eine sehr schöne Stadt eigentlich. Ja. Aber Sie wollten da nicht bleiben? Nein, Gotha war zwar schon schön, aber auch nach dem Studium brauchte man eine Arbeit. Hm. Es half nichts, also die bot sich dort unten nicht an. Insofern habe ich einfach wieder geschaut, wo komme ich her. Ursprünglich aus ganz dem, klein hier schneiden? Eher grober? Oder? Nein, ruhig recht fein schneiden, bitte. Ja. Also ursprünglich aus dem ehemaligen Bezirk Halle und habe mich dann dorthin auch wieder eigentlich orientiert. Mhm. Der Sitz meiner ersten Arbeitsstelle war dann tatsächlich auch in Halle. Aha. Und dort waren Sie bei der Staatsbank, oder? Ja, dort war ich bei der Staatsbank, speziell bei der Revision der Staatsbank. Das, was der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt gern im Hause hat, aber es war damals einfach eine interessante Tätigkeit und ich habe sie gern gemacht, muss ich sagen, weil der Ansatz war für mich, etwas rumzukommen, etwas zu lernen, mhm, verschiedene Unternehmen einfach auch kennenzulernen und die Arbeitsweise dieser Unternehmen. Ja. Wie lange waren Sie in Halle? Wie lange haben Sie ausgehalten? In Halle direkt habe ich ja gearbeitet. Musste dann relativ zügig mich auch entscheiden, doch relativ zentral eine Wohnung irgendwo zu suchen. Insofern kann man das so vielleicht gar nicht sagen. Wir haben damals aus Halle heraus die drei ehemaligen DDR-Bezirke Halle, Leipzig und Magdeburg betreut. Ja. Insofern war es wichtig, irgendwo doch zentral, also nicht mehr auf meinem kleinen Dorf, leider vielleicht, eine Wohnung zu suchen. Und die drei großen damaligen Bezirksstädte standen halt zur Auswahl. Und ich habe mich, bedingt auch etwas durch die Liebe, meine Frau kommt aus der Altmark, für Magdeburg entschieden. Eine gute Entscheidung, oder? Ich habe sie nicht bereut bisher. Und mittlerweile, am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, das will ich nicht verhehlen, mich mit Magdeburg zu identifizieren. Aber inzwischen bin ich stolz auf Magdeburg und zeige auch Besuch, den wir bekommen, egal woher, sehr gern unsere schöne Stadt. Das ist auch sehr schön geworden, muss man dazu sagen, wenn man vergleicht vor der Wende, wie es ausgesehen hat und wie es heute aussieht. Da sind Welten dazwischen. Ja. Und wir können wirklich stolz darauf sein. Auch die Mehrheit der Magdeburger sind stolz auf Magdeburg. Also eine neue Studie hat bewiesen, dass 90% der Magdeburger sagen, ich lebe gerne hier und ich würde immer wieder andere empfehlen oder überzeugen, nach Magdeburg zu ziehen. Das ist schon mal gigantisch. Das hätte man vor 10 Jahren gar nicht denken können, oder? Ist richtig. Magdeburg hat sich sehr stark gewandelt. Der grüne Zug Magdeburgs ist sehr stark zum Vorschein gekommen in letzter Zeit. Und was ich besonders gut finde, was uns leider sicherlich durch den Krieg hier etwas verloren gegangen ist, die Historie Magdeburgs kommt wieder etwas raus. Und ich finde, dadurch gibt es auch wieder Identifikationspotenzial für viele Magdeburger und auch Gäste, sich mit der Stadt Magdeburg tatsächlich zu identifizieren. Aber ich unterhalte mich mit Ihnen und ich habe vergessen, die Zeit zu starten. Die jetzt wird mir aber nicht hinten weggestrichen jetzt. Nein, also ich habe jetzt etwas mehr Zeit dafür. Mal gucken. Nein. Das beruhigt mich bei etwas. Bei Frau Paschen habe ich auch so gemacht, ein bisschen später angefangen mit der Zählerei. Also, Sie sind in Magdeburg wohnen geblieben und doch nach Halle, nach Leipzig gefahren. Dann kam die Wende. Ja, richtig. Dann kam die Wende und die Staatsbank, der eine oder andere wird das vielleicht noch wissen, wurde ja seinerzeit von der Deutschen Bank respektive teilweise von der Dresdner Bank übernommen. Hm. Der Teil Magdeburg wurde von der Deutschen Bank übernommen. Insofern bin ich dann nach der Wende zur Deutschen Bank gekommen. Ist das hier ausreichend? Ist ausreichend, jawohl. Wunderbar. Also mit Knoblauch kenne ich mich gut aus. Das ist ein sehr feines Gewürz. Ich verwende es sehr gerne in der Küche. Ja, das auf jeden Fall. Bei vielen Gerichten für mich wichtig. So, was müssen wir jetzt machen? Etwas Zitronenschale bitte schälen. Ich fange mal an, die Pfanne zu erhitzen. Also einen Streifen von der Zitrone abschneiden, am besten von einer oberen Hälfte, weil die untere Hälfte brauchen wir nachher noch für den Fisch zum Auspressen. Vielleicht soll ich so machen? Oder lieber mit dem Messer. Also ich habe es lieber etwas dicker. Nee. Ich nehme ein anderes Messer. Die Schale. Ich brauche nur ein Stück von der Schale. Nur die Schale? Ja, nicht das Fruchtfleisch. Gut. Kein Problem, das soll gemacht werden. Also, Sie sind zu der Deutschen Bank gekommen, aber sind Sie dann doch woanders hingegangen nach der Deutschen Bank? Zu der Investitionsbank, wie viel ich weiß? Ja, das ist richtig. Ich war ja bei der Deutschen Bank auch noch bei der Revision. Und Revision bedeutet nun mal viel Fahrtätigkeit. Ich war im fast gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Und wenn man Familie hat, will man doch irgendwo mal seine Wurzeln haben. Insofern habe ich auch mal mich umgeschaut am Arbeitsmarkt. Und es ergab sich die Möglichkeit bei der Investitionsbank. Seinerzeit noch Landesförderinstitut anzufangen, ist schon ausreichend für das Risotto. Den Rest brauchen wir zum Auspressen. Ja.
Ja. Soll ich noch schneiden? Oder nein, nein, so? Bleibt so. Wir müssen die Zitronenschale nachher auch wieder aus dem Risotto rausholen. Die bleibt nicht drin. Ja. Gut, ja? Ich mache gerne mit. So, Olivenöl haben wir Olivenöl hier. Olivenöl ist hier. Wunderbar. Steht zwar im Rezept immer so schön drin, 2-3 Esslöffel, aber ich mache das lieber nach Gefühl. Und ja, das ist immer Öl besser. Ist etwas, was ich sehr gern verwende, Olivenöl. Ja. Also, was müssen wir jetzt noch mal hier machen? Dann kommen wir zu der Investitionsbank. Da ist meines Erachtens soweit alles vorbereitet. Was wir nachher noch brauchen, das ist das der Thymian. Das Zupfen, ja. Richtig, da haben wir noch ein bisschen zu tun mit dem Zupfen. Ja, das geht schnell. Das geht schnell. Das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir Übung. Also, Investitionsbank, da sind Sie auch eine Weile geblieben. Aber dann haben Sie gesagt, ach, Finanzwirtschaft ist jetzt nicht mehr so aktuell. Ich gehe in der Wohnungswirtschaft. Ist das so richtig? Oder? Im weitesten Sinne ja. Der Wohnungswirtschaft bin ich eigentlich schon seit 1988 verbunden. Ich war bei der jetzigen MWG, damals hieß sie ja noch AWG Friedrich Engels, bereits ehrenamtlich tätig. Bin es auch nach der Wende geblieben, bin ehrenamtlich dort tätig geblieben, war dort auch viele Jahre im Aufsichtsrat tätig und hatte insofern immer die Verbindung schon zur Wohnungswirtschaft. Insofern war es für mich kein so großer Schritt, dann doch mal zu sagen, okay, ich versuche noch mal etwas anderes. Aber vielleicht erklären Sie noch mal, was ist eine Wohnungsbaugenossenschaft? Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Wohnung zu betreiben. Was ist eine Genossenschaft? Und gerade in diesem Jahr, wenn ich richtig weiß, ist das Jahr der Genossenschaften. Richtig, es ist das internationale Jahr der Genossenschaften, was die UNO 2012 ausgerufen hat. Eine Genossenschaft ist eine besondere Rechtsform und eigentlich eine sehr beständige Rechtsform. Wohnungen gibt es von verschiedenen Vermietern. Wir haben Gesellschaften, wir haben viele private Vermieter, das ist keine Frage. Eine Genossenschaft, das Besondere ist ja, dass die dort Wohnenden an der Genossenschaft beteiligt sind. Das heißt, sie sind Mitglieder. Wir haben also keine einzelnen Kapitalgeber, sondern wir haben inzwischen über 12.000 Mitglieder hier in Magdeburg in unserer Genossenschaft. Und die sind an unserem Unternehmen beteiligt und stellen uns im Prinzip Kapital zur Verfügung, nämlich die Geschäftsanteile, die sie bei uns einzahlen, mit denen wir dann die Wohnungen letztlich hier bewirtschaften. Und es ist eine, das ist mir ganz wichtig, eine sehr nachhaltige Gesellschaftsform, die wir da haben. Oh, ich muss etwas aufpassen, es wird etwas zu warm. Aber gab es nicht in der Zeit auch eine Genossenschaft und es war nicht so verpönt, es war so verpönt oder nicht so beliebt? Oder ist das eine weitere Entwicklung oder wie sollte man das verstehen? Die Genossenschaften gibt es seit 1884, 1885, die ersten Wohnungsgenossenschaften. Ich muss hier zwischendurch auch mal etwas zum Essen beitragen. Also, das ist geschnitten auf Hähnchen. Ich habe den schon mal vorbereiten lassen. Ich war so frei, weil es dauert doch eine Kleinigkeit, bis der richtig gut geschnitten ist. Ja. Ist das eine kleine Knolle? Ja. Gut, dann ist der Fenchelgeschmack etwas intensiver. Mir scheint das eher eine große zu sein. Oh, wir opfern uns. Ja, also Genossenschaften gibt es seit 1880 ungefähr. Ja, richtig. Und in Magdeburg? Auch so lange. Auch so lange? Ja, die älteste Wohnungsgenossenschaft ist das ist die 1893 hier in Magdeburg, seitdem ununterbrochen tatsächlich am Markt tätig. Das heißt, auch während der DDR-Zeit haben wir eine Genossenschaft gehabt. Es war die Arbeiterwohnungsgenossenschaft damals. Bei uns zumindest, die 1893, weiß ich jetzt gar nicht, wie die zu DDR-Zeiten hieß. Und dann gibt es noch die gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften. Hier in Magdeburg die GWG-Reform. Gartenkolonie hier. Also, ja, richtig. Ja, genau, Reform. Also, ist es besser, bei einer Genossenschaft zu wohnen oder ist es besser, auf dem freien Markt zu wohnen? Oder? Welche Frage? Natürlich bei einer Genossenschaft. Aber nein, ganz ernsthaft, warum besser bei einer Genossenschaft? Weil Sie erwerben bei uns ein lebenslanges Wohnrecht. Sie können nicht einfach aus der Wohnung rausgeschmissen werden. Natürlich haben wir auch Mietschuldner, denen wir kündigen. Das ist keine Frage. Aber ein ganz normales Mietverhältnis bei uns bedeutet tatsächlich, dass Sie ein lebenslanges Wohnrecht bei uns haben. Was kostet so eine Mitgliedschaft? Ist das eine Mitgliedschaft, oder? Das ist eine Mitgliedschaft. Das unterscheidet sich tatsächlich von Genossenschaft zu Genossenschaft. Bei uns zahlt man erstmal 20 Euro als Mitgliedsanteil, ist Mitglied der MWG und wenn man dann eine Wohnung beziehen möchte, richten sich die weiteren zu zahlenden Mitgliedsanteile nach der Größe der Wohnung.
Aha, das ist so eine Art Kaution. Kann man so sehen? Auf dem freien Markt bezahlen Sie schon eine Kaution. Das ist eine Kaution auf dem freien Markt, aber nicht bei uns. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist eigentlich die Beteiligung am Unternehmen. Der aber Erwerb von Rechten. Sie bezahlen auch keine weitere Kaution? Nein, keine weitere Kaution. Ja. Nur der Erwerb der Mitgliedsanteile. Und das Besondere, bei uns werden die Mitgliedsanteile auch noch verzinst. Ja, darüber sprechen wir nochmal, weil Sie als Banker haben Sie ein neues Produkt mitgebracht. Wir wollen jetzt keine große Werbung machen, aber muss man trotzdem am Rande in der Zeiten der Geldknappheit und alle Banken jammern und sagen, ja, wir müssen 1% verzinsen oder 0,5% verzinsen. Und Sie, eine Wohnungsbaugenossenschaft, also keine Bank, machen ein Produkt, was Sie 4 oder 5% verzinsen, ist das richtig? Nein, ganz so hoch verzinsen wir es nicht mehr. Auch wir sind nicht ganz unabhängig vom Kapitalmarkt, das ist richtig. Wir haben eine Spareinrichtung gegründet. Genau. Korrekt. Wir bieten dort etwas mehr Zinsen als der Markt. Hängt einfach auch damit zusammen, dass wir ein ganz anderes Risiko als der Markt haben. Eine übliche Bank nimmt Geld herein vom ganz normalen Sparer, nimmt dieses Geld, verleiht es wieder, gibt also Kredite heraus und diese Kredite unterliegen einer gewissen Ausfallwahrscheinlichkeit. Das machen wir nicht. Wir geben keine Kredite heraus, sondern wir verwenden das Geld im Unternehmen, haben also ein kalkulierbares, auch der Sparer hat ein kalkulierbares Risiko, weil er jederzeit unsere Bilanz einsehen kann, unsere Zahlen anschauen kann, schauen kann, was machen wir damit. Und insofern haben wir kein Ausfallrisiko aber einzupreisen, trotzdem, was die Banken natürlich einpreisen in ihrer Marge. Trotzdem sind die Banken nicht unbedingt froh darüber, dass sie jetzt so ein Produkt auf dem Markt entwickelt haben. Oder? Ich denke, wir sind da so klein, wir machen den großen Banken da keine Konkurrenz. So klein sind sie nicht mehr, wieviel ich weiß. Aber wollen wir jetzt nicht die Werbeschiene jetzt weiter vertreiben? Also wer Interesse hat, denke ich mal, dann kann am alten Markt noch mal vorbeischauen und sich das angucken. Jetzt wollen wir gucken, was Sie hier kochen werden. Also, wir haben jetzt Fenchel und Zwiebel zusammengebracht. Ja. Jetzt wollen wir was machen? Die Kappen? Oder? Parallel erhitzen wir die kleine Soße für den Fisch. Okay. Das ist circa ein Esslöffel Butter und ein Esslöffel Olivenöl wird zusammen erwärmt, nicht zu heiß, weil das muss ich ja erstmal gut verbinden untereinander. Mhm. Da kommt dann der Knoblauch rein und da kommen dann die Kapern rein. Okay. Ja. Aber wenn ich so richtig sehe, Sie haben schon richtig viel Ahnung. Ich hatte schon mal andere Köche hier. Ich will jetzt niemanden namentlich benennen, aber die sind mittlerweile schon in ganz hohe Ämter hier im Lande, die links und rechts nicht so richtig benutzen konnten, sagen wir mal so, beim Kochen, nicht in andere. Ganz so viel Ahnung denke ich nicht, aber wir müssen parallel, lieber Herr Bandaro, ja, Art 1 den Thymian zupfen und Art 2, wären Sie so freundlich und würden mir eine halbe Zitrone auspressen? Sehr gerne, mache ich sehr gerne. Zitronen auspressen ist meine Spezialität. So. Also, wir haben gehört, Sie waren bei verschiedenen Banken tätig, dann sind Sie zu MWG gekommen. Jetzt sind Sie als Vorstandsmitglied tätig dort. Sie leiten gemeinsam mit jemand anders nochmal diese Wohnungsbaugenossenschaft, was für Magdeburg schon sehr groß ist, 10.000 Wohnungen. Ist das richtig? Obwohl Sie 12.000 Mitglieder gesagt haben. Richtig. Wie kommt das zusammen? Wohnungen haben wir rund 9.000 derzeit. Wir bauen sicherlich auch immer neu, sodass die Zahl etwas variabel ist. Das ist so. Wir haben mehr Mitglieder als Wohnungen. Ist für eine Wohnungsgenossenschaft nicht untypisch. Weil man begründet eine Mitgliedschaft, bevor man eine Wohnung bezieht. Und man bleibt aufgrund der Kündigungsfrist natürlich auch noch 1 bis 2 Jahre, wenn man tatsächlich aus der genossenschaftlichen Wohnung auszieht, noch Mitglied. Ist ein Aspekt. Und der zweite, man sichert sich mit dieser Mitgliedschaft, auch wenn man mal wieder auszieht, immer noch, wenn man die Anteile drin lässt, wiederum ein Wohnrecht in dieser Genossenschaft. Mhm. Auch vor diesem Hintergrund lassen viele Mitglieder inzwischen ihre Anteile stehen. Und wir Sie haben sagen, natürlich ich komme auch wieder, richtig, richtig. Ich weiß nicht, was passiert. Ich muss vielleicht beruflich mich verändern und in eine andere Stadt ziehen. Aber vielleicht will ich wieder zurück nach Magdeburg. Es hat mir dort gefallen. Ich lasse meine Anteile stehen. Dann bekomme ich vielleicht etwas schneller, zügiger eine Wohnung wieder. Ist das hier so okay? Ja, ist gut ausgepresst. Okay. Ja. Wunderbar. Das passt. Die Temperaturen, da muss ich mich jetzt noch etwas dran gewöhnen. Ist etwas zu anders als zu Hause. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also gut. 35 Minuten haben wir gut Zeit. Ja. Ja.
Jetzt müssen wir doch noch sagen, als so ein großer Vermieter kann man doch in Anführungszeichen sagen, für so viele Wohnungen oder die Verantwortung für so viele Wohnungen zu haben, da entwickelt man doch ein bisschen Verantwortung auch für das Stadtbild in Magdeburg, oder? Sicher, das ist keine Frage. Wir leben in der Stadt, wir leben von der Stadt. Wir sind ein regionales Unternehmen, da legen wir immer sehr viel Wert drauf. Wir versuchen auch, die Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, hier aus der Region zu gewinnen. Denn, soll ich das vielleicht machen? Sie das machen ist was unser anderes? Potenzial. Momentan geht es. Jetzt ja? muss ich erst mal sehen, dass Wunderbar. Das einigermaßen glasig wird, okay. Das Risotto. Und dann wird es etwas hektischer vielleicht. Ja. Weil da kommt einiges Sagen nebenbei. Sie Bescheid. Hier habe ich vorhin gesehen, das ist schon ja, ich mag's der Gemüseform. Ja, noch ein bisschen kleiner können wir machen. Richtig. Immer hier noch etwas Sie brauchen bestimmt rein. Auch eine kleine Kelle. Ich guck mal, wo die ist. Ja, wir nehmen. Wir nehmen nicht die von Herrn Quast. Letztes Mal hatte ich ihm eine Quelle gegeben. Die ist etwas groß, ja. Nein, wir nehmen eine kleinere. Vielleicht kriegen wir von der Küche eine kleine Quelle. Ja, so nehmen wir einen Löffel. Geht auch. Also, ich zupfe mit, gut, wenn ich darf. Gerne, denn das ist eine mühselige Arbeit. Ja, also, Sie haben auch eine Verantwortung für das Stadtbild, kann man so sagen. Was haben Sie in den letzten Jahren gemacht? Wie hat sich diese Wohnungssituation in Magdeburg entwickelt? Man weiß, dass nach der Wende mehrere Zehntausende Leute weggegangen sind. Das heißt, ja, man hatte auch viel Wohnungen auf dem Markt, ja, auf einmal. Vielen Dank. Danke. Das hat nicht nur uns getroffen, das hat alle Vermieter getroffen. Wir, ja, haben alle mit Leerstand zu kämpfen gehabt, haben aber im Rahmen des Stadtumbaus, der vom Soll Land als Trick auch vom zeigen? Bund gefördert wurde. Ein Trick zeigen? Ja. Es bleibt Sie. Leider immer die Spitze etwas noch dran. Nee. Nee, dann können Sie das besser als ich. Und im Rahmen dieses Stadtumbaus haben wir natürlich auch Wohnungen vom Markt genommen. Ja. Das haben alle großen Vermieter hier in Magdeburg und anderen Städten auch getan. Wir haben das aber eigentlich genutzt und als Chance verstanden, in den Stadtteilen tatsächlich die Stadtteile etwas zu entwickeln. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man den Leuten in den Stadtteilen auch eine Perspektive gibt. Denn wir haben festgestellt bei diesen Maßnahmen, wenn wir eine Reform beispielsweise umgebaut haben und mussten ein Objekt leerziehen, dass die Leute möglichst gern in Reform geblieben sind. Also eine hohe Verbundenheit in den einzelnen Stadtteilen eigentlich tatsächlich vorhanden ist. Ja. Insofern haben wir dann auch gemeinsam mit den anderen Vermietern, und das ist eben wirklich nicht nur die MWG, sondern da haben wir alle hier in Magdeburg, was Genossenschaften als auch die Gesellschaft sind, dran gewirkt, versucht, die Stadtteile wieder aufzuwerten. Ja. Durch nicht nur Abriss und Schaffen von leeren Flächen, sondern bewusst durch auch wiederum Neubau bzw. Modernisierung, Teilrückbau, also nicht nur vom Markt nehmen ein komplettes Objekt, ja, sondern nur Teile des Objektes und dieses dann wieder neu aufzuwerten. Und ich denke, das ist mittlerweile in vielen Stadtteilen auch ganz gut gelungen. Das kann man wohl sagen. Also man so. Oh ja, das ist schon, das schon ist besser. Schon fast aus. Etwas zu viel, oh ja, des Guten. Das. Aber wir können jetzt langsam anfangen mit dem Gemüsefond. Ja. Was macht ein Vorstand der Wohnungswirtschaft in der Freizeit? Hat man überhaupt Freizeit? Man muss sich die Freizeit nehmen, das ist keine, ja, Frage. Denn also jeder Mensch braucht so auch viele, etwas Erholung. So viele Wohnungen, so viele Mieter oder Mitglieder zu haben, ist schon enorm, finde ich, oder? Ja, ist es. Was macht ein Vorstand in der Freizeit? Er kümmert sich um Haus, Garten. Er betätigt sich sportlich etwas. Also Sie wohnen nicht bei MWG? Habe ich jetzt richtig verstanden? Ich wohne nicht mehr bei der MWG. Ich, okay, habe aber viele Jahre auch bei der MWG gewohnt. Aber ja, auch ich habe Interesse an einem Eigenheim gehabt. Ich komme vom Dorf, ich kenne es nicht anders. Mhm. Bin in einem Haus, mein Groß in die Höft groß geworden. Insofern kleiner Garten dazu, direkt am Haus. Das ist schon etwas Praktisches, das will ich nicht verhehlen. Ja, ja. Jetzt brauche ich doch mal etwas Wein außerhalb des Rezeptes, weil ich mache an das Risotto gern einen Schluck Wein. Kriegen Sie gerne. Bitte. Danke. Schön. Also, was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich jogge etwas. Ja, wenn ich richtig weiß, so im Harz gibt es so einen ganz großen Lauf. Das ist der Harzgebirgslauf. Ja, nee, da habe ich mich noch nicht ganz rangewagt. Ich bleibe noch im Thüringer Wald. Aha. Der ist noch etwas seichter. Wie heißt das? Das ist der Rennsteiglauf. Rennsteiglauf, wenn Sie den genau, meinen. Das ja. meinte ich. So. Und das muss man 20 Kilometer laufen? Es gibt drei unterschiedliche Distanzen, das ist richtig. Es gibt Ad 1 den Halbmarathon, 21,2 Kilometer. Es gibt Ad 2 den Marathon über 42 Kilometer und den Supermarathon über 72 Kilometer. 72? 72 Kilometer. Wie lange läuft man da? Ich habe es noch nicht versucht, muss ich ehrlich sagen, weil das war mir dann doch etwas zu viel. 72. So viel Freizeit habe ich nicht, um dieses dann auch entsprechend gut vorzubereiten. Ja, aber Sie sind 20 schon gelaufen. Ein Halbmarathon bin ich gelaufen über den Rennsteig, ja. Mit welcher Zeit, darf man das sagen? Ja, unterschiedlichen Zeiten. Meine Bestzeit ist 1 Stunde 56 Minuten. Ui, das ist schon sehr sportlich. Kann man so sagen. Ich bin ganz zufrieden, ja. Aber Sie machen das jetzt nicht mehr so oft, oder? Ja, das Knie spielt nicht mehr ganz so mit, also die Gesundheit. Insofern muss ich da etwas kürzer treten. Es schmerzt sehr, muss ich sagen, weil es macht sehr viel Spaß, diesen Lauf da zu absolvieren. Ad 1 ist eine ganz fantastische Atmosphäre am Rennsteig. Läufer aus Europa, teilweise aus Übersee, die da vorhanden sind. Beim Halbmarathon gehen, allein beim Halbmarathon gehen 5.000 bis 6.000 Läufer an den Start. Mhm. Und dann das Besondere, durch den Wald zu laufen, durch die Berge da zu laufen mit Aussichten, die sind einfach fantastisch. Und das macht diesen Lauf so wirklich für mich einmalig. Das heißt hier, Marathon in Magdeburg haben Sie noch nicht versucht oder wollten Sie nicht? Oder? Doch, habe ich auch schon versucht. Auch schon mal den Halbmarathon hier absolviert. Hm. Vorletzte Woche war das. Nein, dieses Jahr nicht. Sondern, das ist schon ein bisschen länger her, habe mich hier mehr auf die 13 Kilometer, aber auch in diesem Jahr nicht, vielleicht im nächsten Jahr wieder konzentriert. Also ich muss mit dem Laufen leider etwas kürzer treten. Die langen Strecken darf ich wohl gesundheitlich nicht mehr so ganz. Ich hoffe, dass ich das auch durchhalte. Ja, ja, das denke ich schon. Der Reiz ist groß. Ja, also jetzt kommen wir noch mal. Risotto, muss man immer wieder Gemüsebrühe dazu gießen, richtig. Oder? Und dann ganz langsam quellen lassen. Immer wieder aufgießen mit Flüssigkeit, mit Fond, der muss verdampfen. Wichtig, die richtige Temperatur. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mit dem Herd auch so hinbekomme. Ach, dadurch quillt das Risotto so langsam und das gewinnt eine schon sehr, sehr, sehr schönen Geschmack und eine gute Konsistenz. So, sehr gut aus. Jetzt nehmen wir noch die Zitrone mit rein. Ja. Von der Knoblauchzehe hätte ich gerne noch mal eine dicke Scheibe. Etwas Ingwer kommt noch dazu. So eine Scheibe? Oder ja, noch eine größere? Die können wir, geben Sie ruhig noch eine. Also Knoblauch, wie gesagt, schmeckt eigentlich sehr lecker. Ich kann Knoblauch gut vertragen. Um Mitternacht komme ich mit keiner eckigen Zähne, also keine Angst. Ich hoffe, das also. Publikum ist auch einigermaßen knoblauchresistent. Ja, ja, also wir kriegen auch was. Also es duftet hier unglaublich gut, also auch die ganze Gewürze hier mit dem Thymian. Und so, wir müssen uns um den Fisch kümmern, lieber Herr Bandaro. Ja, gerne. Sie brauchen Pergament haben wir hier. Pergament. Ich habe auch eine Schere. Hier ist die. Wir haben drei Filets hier, also drei große Rechtecke. Ruhig mal etwas größer. Ja. Einmal das. Ich mache die anderen. Gut. Stellen wir mal zur Seite. So. Also Wolfbarschfilet kommt in Pergamentpapier. Richtig. Und wird dann ein bisschen getüpfelt mit... Nicht nur getüpfelt, hier kommt gut nachher die Flüssigkeit drüber. Ja. Haben Sie gleich einen Auflaufform? Ja, ja, habe ich. Warte, ist auch da. Wunderbar. Dass wir es gleich hier drin etwas vorbereiten können. Ja. Kommt noch etwas Salz vorher auf das Filet. Hier ist Salz. Und hier ist Pfeffer. Pfeffer brauche ich nachher dafür, ja. Ja. So. So. Sieht schon richtig gut aus. Ja, noch ist nicht viel zu sehen. Vielleicht kann die Kamera von oben auch noch mal das hier zeigen, dass sie schon... So, in diesen Sud von Kapern und Knoblauch, Butter, ja. Olivenöl kommt die Zitrone hinein, eine halbe gepresste, ja. Und etwas Pfeffer. Okay. Haben Sie früher zu Hause auch so viel gekocht, Ihre Familie?
Zu Hause in der Familie kocht ja, ich nein. Aha. Ich kam immer, wenn das Essen fertig war. Was haben Ihre Eltern gemacht? Sie haben beide in einem Sägewerk gearbeitet. Meine Mutter in der Buchhaltung und mein Vater draußen in der Produktion. Mhm. Und diese Liebe zum Kochen, wie kam dazu? Das hat sich im Laufe der Zeit irgendwo ein bisschen entwickelt. Ich esse gern, trinke gerne ein Gläschen Wein, dazu stehe ich. Ja. Und dann hat man irgendwann mal angefangen, interessante Rezepte zu lesen. Ich sage, Mensch, kriegst du das zu Hause nicht auch hin? Und so haben wir uns da einfach mal rangetastet. Das heißt, Ihre Frau kocht auch zu Hause oder nur Sie? Oder? Ich habe das früher ja immer allein gemacht, aber mittlerweile macht es sehr viel Spaß, das zusammen zu machen, weil man kann doch ganz anders zwischendurch ein bisschen erzählen. Man ist gemeinsam in der Küche, steht nicht nur einer da. Ja, mittlerweile kommen schon mehrere Leute bei Ihnen zum Kochen, oder? Es gibt so ein Zelebrieren, also das ist schon mal was Besonderes bei Ihnen. Wir haben das mit Freunden und Gästen schon gemacht, dass wir sagen, wir bereiten nicht mehr vor, sondern wir stellen uns gemeinsam in die Küche. Und ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, weil das ist plötzlich ein ganz anderer Besuch, wenn jeder irgendwo dran mitwirkt. Dauert vielleicht etwas länger, aber unwahrscheinlich kommunikativ. Ist wirklich fantastisch. Ja. Und was kochen Sie sonst außer Wolfsbarsch oder Risotto? Gibt es auch was Vegetarisches, wie Frau Paschen, oder eher weniger? Es gibt auch ein Gemüse zum Essen dazu, ja, oder doch, durchaus. Wenn Sie das als vegetarisch bezeichnen, ja, aber rein vegetarische Hauptgerichte, außer vielleicht einer Gemüsesuppe oder Tomatensuppe dergleichen, ich denke eher nein. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich liebe eigentlich auch ein gutes Stück Fleisch. Mhm. Gehört für mich einfach dazu. Ja, als Harzer Wild ist immer sehr gut gefragt, denke ich mal. Ne? Ja. Ja. Ich esse sehr gern, wobei Wild halt nicht jedermanns Sache ist. Da muss man wirklich schon schauen, was für Wild und wie bereitet man es einfach auch zu. Aber Ihre Frau kocht auch zu Hause? Ja, selbstverständlich. Und? Vielleicht auch etwas mehr als ich und vielleicht auch manchmal etwas besser als ich. Das will ich auch gern zugeben. Ja. Das heißt, haben Sie ein Lieblingsgericht, was Ihre Frau mal zubereitet? Ja, habe ich. Sie macht fantastisch und auch zusammen mit meiner Tochter Schnitzel. Ah. Also sie kriegen das wirklich gut hin, sie würzen das sehr gut. Also Wiener Schnitzel oder Schweineschnitzel jetzt? Oder? Beides. Beides. Ui. Beides. Ah, das ist ja schön. Und Ihre Frau und Ihre Tochter essen auch, was Sie kochen. Jetzt können wir mit der Tochter nicht sprechen, aber ich frage Sie einfach. Sie war ein Jahr in Australien oder Südafrika? Ja, unsere kleine Tochter war ein Jahr in Australien jetzt, richtig. Ja. Ja. War das für Sie, wie viel ich weiß, ein bisschen ungewöhnlich? Sie haben ein bisschen darunter gelitten. Ist das richtig? Sicherlich erstmal ungewöhnlich, weil sie ist mit 15 Jahren für ein Jahr ins Ausland gegangen. Okay. Aber was uns dann wirklich beeindruckt hat, sie hat uns mit ihrer Argumentation überzeugt, doch in diesen jungen Jahren für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ja. Weil das zeigt, dass sie sich Gedanken gemacht hat, nicht nur sagt, ich will dahin, sondern mit tieferem Sinn. Sie hat halt gesagt, wenn sie jetzt mit 15 Jahren geht, kommt sie zurück und wiederholt hier die 10. Klasse. Hat also eine wesentlich bessere Abiturvorbereitung, als wenn sie ein Jahr später geht und dann gleich in die 11. Klasse, in die Abiturstufe einsteigt. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn ein Kind mit 15 Jahren so weit denkt, also ja, ist dann schon wirklich toll. Das Aber Ihre Telefonkosten waren schon etwas erhöht in dieser Zeit? Nein, das hielt sich erstaunlicherweise in Grenzen. Wir haben so ein ein bisschen groß alles gewonnen, aber wir müssen das noch irgendwie hinkriegen. Aber wir biegen das. Wir haben ein Vorbereitungsseminar für Eltern gehabt in Hannover, haben das besucht und man hat uns dort gesagt, also bitte, liebe Mütter, liebe Väter, denkt dran, telefoniert, wenn es geht, nicht so oft mit euren Kindern, damit sie kein Heimweh bekommen. Also maximal einmal in der Woche, am liebsten zwei, also alle 14 Tage so rum. Und als wir das dann unserer Tochter zu Hause erzählt haben, hat sie uns angeschaut und hat gesagt, wieso, so oft? Ich dachte, alle Vierteljahr reicht. Das war dann schon eine kleine Umstellung, muss ich sagen. Aber heutzutage gibt es auch Skype und Messenger und da kann man sich auch noch sehen. Also so über Skype funktioniert das schon wunderbar. Da hat man wirklich das Foto dabei, man kann gut kommunizieren und man muss sich zwar verabreden zu bestimmten Zeiten, aber das funktioniert dann schon ganz gut. Mhm.
Aber was ich fragen wollte, hat sie ihre Kochkünste vermisst? Oder? Haben wir den Herd an? Ja, der ist schon lange an. 220 Grad? Noch nicht ganz, aber schieben wir noch etwas hoch. Ja, gut. Der ist aber schon. Wir müssen jetzt den Fisch machen. Ja. Sie bringen mich mit den vielen Fragen, Herr Bandar. Ja, ich muss auch ein bisschen nebenbei fragen. Also was denken Sie, wir sind hier nur zum Essen verabredet? Ja, dachte ich. Das machen wir woanders. Ach so, ich nehme Sie beim Wort. Ja, das machen wir gerne. So, jetzt machen wir das hier. Ja, also das sieht schon sehr, sehr interessant aus. Nee, das riecht wunderbar. Also fantastischer hier. Ja. Okay, so, und jetzt nehmen wir das hier noch. So. Klasse. Ja. Ich hoffe, die Kamera von oben kann uns auch ein bisschen verfolgen, was wir hier machen. Weil das ist, ja, genau. So, jetzt müssen wir das Ganze etwas einwickeln. Ja. Im Rezept steht so schön zweimal falzen, aber wir machen haben ein bisschen das groß, etwas großzügig gemacht jetzt. Wir machen das etwas unkomplizierter, genau. Das Ganze. Ja. Sehr schön. Das brauchen Sie. Wir haben genug Zeit, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, ich muss aber wissen, wie lange der Fisch in der Röhre ist. Oh, das sage ich Ihnen gleich. Wenn die Zeit vorbei ist. Ja. So, dann wunderbar. Ab in die Röhre damit. Perfekt. Wie lange muss das? 10 bis 15 Minuten, wenn man ihn gut durchhaben will. 15 Minuten. Halt, noch mal raus. Wir haben das Basilikum vergessen. Oh, das müssen wir schneiden oder was? Einfach die Blätter draufzupfen. Ich mache noch mal auf, die sind so nett und legen noch zwei, drei Blätter drauf. Zack. Wenn man zu viel erzählt dabei, sehen Sie? Ja, das ist doch kein Problem. Schaut doch niemand zu, was wir machen hier. Aber es soll doch schmecken hinterher, ja, oder? Das schmeckt schon bestimmt. So. Und jetzt noch mal. Basilikum, 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 noch mal einmal. Wunderbar. Perfekt. Jetzt. Sehr schön. Jetzt passt. Also das hier sieht richtig klasse aus. Haben Sie mal einen kleinen Löffel zum Probieren, wie Natürlich. Weit es ist? Hier ist es. Hier habe ich. Bitte schön. Danke. Jetzt sind wir gespannt. Wollen Sie auch mal? Ne, machen Sie erst mal. Hm? Braucht noch ein bisschen, oder? Ja, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Zeit für den Fisch. Ja. Hm? Aber es kommt wir schon haben gut. Noch gut 15 Minuten Zeit. Also, wir haben genug Zeit. Dann können wir noch etwas nachgießen. Und jetzt wird es etwas entspannter und ruhiger. Oh ja, schön. Denn das Risotto muss jetzt schön vor sich hin köcheln. Der Fisch ist im Ofen. Wir haben jetzt Zeit sozusagen. Wir haben jetzt etwas Zeit. Was haben Sie hier für eine Zutat? Ach, das ist Mascarpone. Ja? Mascarpone, finde Mascarpone ich. Brauchen wir nachher und hier ist richtig. Noch Parmesan. Prima. Mehr haben wir nicht. Doch. Cayennepfeffer? Cayennepfeffer haben wir auch und Zitronensaft, wenn Sie noch ist zusätzlich ausreichend. Haben wollen. Nein, aber ist ausreichend. Ja, wir haben schon alles vorbereitet. Wunderbar. Also, wir kommen noch mal zu MWG. Das interessiert mich schon. Wo entwickelt sich die Wohnungswirtschaft in Magdeburg? Kommen die Leute, die weggegangen sind, wieder? Merken Sie, dass ein Zuwachs in Magdeburg ist? Die Stadt spricht gern von Zuwachs. Wir haben sicherlich eine kleine Einwohnerzunahme. Zuwachs würde ich noch nicht sagen, weil prozentual sind 600, die wir im letzten Jahr hatten, im Verhältnis zur Einwohnerzahl von 230.000 sicherlich nicht sehr viel. Dennoch ist es festzustellen, dass wir tatsächlich Zuzug aus dem Umland haben. Wir stellen fest, dass Leute, die Mitte der 90er Jahre ins Umland gegangen sind, sich Eigenheime gebaut haben etc., jetzt feststellen, ups, die Kinder sind raus, wir sind allein da draußen, da ist nicht mehr so viel los. Wir gehen doch mal gerne ins Theater, wir gehen gern mal irgendwo abends in eine Gaststätte, möchten dann nicht mit dem Auto nach Hause fahren, sondern vielleicht mit der Bahn oder mit dem Taxi. Das sind doch viele, die bereits ihre Eigenheime im Speckgürtel wieder verkaufen und tatsächlich in die Stadt ziehen und erfreulicherweise auch der eine oder andere bei uns landet. Schön. Das heißt, Magdeburg entwickelt sich weiter? Ja.
Wir haben ja auch, Herr Bandaro, auch dank Ihrer Unterstützung, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf, eine Umlandkampagne. Das heißt, wir werben im Umland aktiv, geben dafür durchaus etwas Geld jedes Jahr aus, alle Genossenschaften mit der Gesellschaft zusammen, das ein oder andere Magdeburger Unternehmen noch mit, für Magdeburg. Sicherlich unterschwellig auch für Zuzug in die Genossenschaften oder in die Gesellschaft. Aber wir wollen dort eben auch bewusst machen, Umland, Leben findet statt. So heißt die Kampagne auch. Wir müssen dazu noch sagen, wir wollen die anderen nicht schlecht machen, sondern Nein. wir zeigen uns die Vorteile von einer Großstadt. Richtig. Sozusagen. Und die Infrastruktur mittlerweile in Magdeburg ist sehr, sehr gut geworden. Auch die öffentlichen Nahverkehrsmittel und auch das Leben an der Elbe, das ist, was sich sehr gut entwickelt hat. Also wer hätte gedacht, dass man auf der Elbe einfach mal Kaffee trinken kann und den Dom sich anschauen kann, von der Elbe aus, das ist schon was Besonderes. Also die Entwicklung an der Elbe hat sich fantastisch tatsächlich, jetzt habe ich mich etwas verhaspelt, fantastisch entwickelt, muss ich wirklich sagen. Also da haben wir aber auch noch Potenzial für die nächsten Jahre. Ich denke, das eine oder andere kann man da sicherlich auch noch gut an der Elbe entwickeln. Wenn wir uns Städte wie Dresden anschauen, da werden wir sicherlich nicht hinkommen. Dennoch haben wir unwahrscheinliches Potenzial. Ich denke, wir müssen als Stadt Magdeburg auch das Leben am Fluss noch etwas stärker aktivieren. Wie viel ich weiß, die MWG hat auch einige Pläne, eigene Pläne an der Elbe, die nicht sehr nah... Das ist noch nicht ganz spruchreif, Herr Bandaro. ...in der nahen Zukunft liegen, aber mittelfristig kann man so sagen, oder? Ja, wir haben uns ja schon etwas der Elbe genähert, bringen wir es mal so rum auf den Punkt. Wir haben ja auf dem Werder im letzten Jahr unseren Neubau eingeweiht und sind da eigentlich sehr glücklich mit. Und auch die Mieter, die dort eingezogen sind, sagen, die Umgebung und alles, das ist fantastisch. Ich glaube, also die Elbe zieht schon. Da gab es schon viel Streit, dass die Leute überhaupt eine Wohnung dort bekommen, oder? Das war nicht so einfach. Auch in Zeiten von Leerstand freut es natürlich jemanden, der Verantwortung für Wohnungen hat, wenn deutlich mehr Bewerber da sind, als letztlich wir Wohnungen zu vergeben haben. Ja. So, also, wir müssen hier etwas runtergehen. Ich glaube, das bekommt langsam sonst... Das sieht schon richtig gut aus. Und Sie haben nicht mal 30 Minuten gebraucht. Sie haben mir ja auch eine Vorgabe gegeben. Ne? Fragen Sie jeder Koch. Im Vorfeld hat er mir gesagt, ein gutes Risotto braucht 16 bis 17 Minuten. Nein, 17 bis 18. Nein. Die zwei Minuten, Herr Bandaro. Da hat er mich ins Schwitzen gebracht, das sage ich ganz ehrlich. Richtig. Maximal 20. Denn ich brauche dafür etwas länger. Jetzt habe ich am letzten Wochenende extra noch mal vorgekocht, um zu sehen, wie viel Zeit brauche ich. Bei mir waren es 35 Minuten. Ja, aber dafür haben Sie Fenchel drin und dadurch erhöht sich die Ach so, Minutenzahl. Die Garzeit verlängert sich dadurch, ja? Herr Bandaro. Ja. Sind Sie oft ins Theater hier? Leider etwas zu wenig. Das ist der Faktor Freizeit. Frau Paschen, Sie wissen, was Sie nachher... Ja. wir waren in diesem Jahr schon einmal hier, ja, hat uns sehr gut gefallen. Die Open-Air-Aufführungen in dieser Spielzeit, ja, richtig. Weil das Jahr ist schon fast am Ende. Nein, in dieser Spielzeit. Die Open-Air-Aufführungen gefallen uns immer ausgesprochen gut. Wir sind regelmäßig Gast, zumindest bei den Open-Air-Aufführungen, muss ich wirklich sagen. Wir freuen uns auch schon auf das nächste Jahr, dass der Domplatz wieder bespielt wird. Fantastisch. Aber für den eigentlichen Theaterbesuch bleibt uns manchmal etwas wenig Zeit. Vielleicht ist es aber auch manchmal der innere Schweinehund, dann doch irgendwo mal nach einem anstrengenden Tag zu sagen, ach, zu Hause auf der Couch ist es auch ganz gemütlich. Dafür gibt es Anrechte. Ja, man kann sich so für eine Spielzeit... Abos kaufen und da ist man gezwungen, wenn man das bezahlt hat, dann sagen, ach, dann lasse ich jetzt nicht verfallen. Und es gibt so fantastische Inszenierungen hier, also kann ich nur empfehlen. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal mit Frau Paschen, ob sie doch für die MWG-Mitglieder doch Sonderangebote machen kann oder wie auch immer, da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Ja, sehr schön. Also. Mal sehen, ob wir dieses Jahr noch einen Termin hinkriegen, Frau Paschen. Wir können das wird sehen. Eng, aber. Wir so, was das. Macht unsere Fisch? Wie lange braucht er noch? Da schaue ich nur auf die Uhr, nicht in die Backröhre. Laut Uhr braucht er eigentlich noch 3 Minuten. 7? 7, ja, wir haben uns vorhin etwas verquatscht. Okay. Jetzt hängen wir, ja? Ja, das ist aber kein Problem. die anderen dürfen auch überziehen. Wir werden auch ein bisschen überziehen. Der offene Kanal in Magdeburg unterstützt uns auch ein bisschen, dass wir die Sendezeit nicht so ganz eng sehen.
Also, wir haben noch mal über die Entwicklung von Magdeburg gesprochen. Wo geht es Magdeburg hin? Wo kann Magdeburg sich noch entwickeln? Wo sehen Sie Potenziale noch von Magdeburg? Ich muss zwischendurch immer wieder kosten. Ja, darf ich auch mal kosten? Ich würde jetzt gerne. Ich habe sie vorhin schon angeboten. Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also wir denken, dass sich Magdeburg, und das ist jetzt nicht nur so dahingesagt, wirklich, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre auch tatsächlich weiter voranschreitet. Perfekt. Wir haben mittlerweile ein deutlich verbessertes Image in der Außendarstellung erreicht, was uns gut tut. Wir haben Aufmerksamkeit gewonnen und insbesondere in der Stadt gibt es eine sehr positive Entwicklung, was die Stadt Silhouette anbelangt, was das Erscheinungsbild anbelangt. Wir brauchen bloß hier im Breiten Weg ein Stückchen weiterzuschauen. Katharinenturm, das sind alles solche Beispiele. Die Innenstadt lebt von gewisser Enge und Beflissenheit. Das heißt, wir brauchen Leute in der Innenstadt und dazu tragen viele Maßnahmen bei. Und da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass sich Magdeburg da sehr positiv weiterentwickeln wird. Sicherlich, wir werden München nicht den Rang ablaufen. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, muss ich wirklich sagen, in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung. Das heißt auch, die MWG wird einen Beitrag dazu leisten? Ja, sicher. Hoffen wir doch, dass uns das gelingt. Beurteilen müssen Sie das letztlich alle. Denn wir wollen ja auch in den nächsten Jahren weiter neu bauen. Wir wollen an der Stadtentwicklung natürlich uns aktiv beteiligen, unseren Beitrag dazu leisten. Der eine oder andere wird es vielleicht über die Zeitung auch gelesen haben. Direkt im Stadtzentrum zusammen mit der Otto von Gericke Wohnungsgenossenschaft und der Gesellschaft wollen wir die zwei achtgeschossigen Plattenbauten entwickeln. Dürfen wir sagen, in der Gesellschaft, das hört sich jetzt nach nichts, also Wobau, dürfen wir das sagen? Also. Sicher ist es ein Mitbewerber, auch die Genossenschaft ist Mitbewerber, keine Frage, aber wir können die Stadt nur gemeinsam entwickeln. Mhm. Es nützt nichts, wenn jeder an einer Ecke irgendwo etwas macht, sondern wenn wir die Stadt entwickeln wollen, brauchen wir viele Kräfte, die da zusammenwirken. Das heißt, den Bereich zwischen der ehemaligen Staatsbank bis zum Hasebalgplatz wird dort neu gestaltet. Kann man so sagen? Ja, richtig. Kann man so sagen, wir haben dort erste Entwürfe vorliegen. Wir wollen das in den nächsten Jahren angehen. Sicherlich ist es eine unangenehme Sache, das den dortigen Mietern rüberzubringen. Das ist, gehört aber letztlich auch irgendwo mit zum Job dazu. Das ist einfach bei uns nun mal so. Denn in solchen Objekten wohnen dann vielfach Mieter, die seit Ende der 60er Jahre dort wohnen. Oh ja. Und denen dann irgendwo zu sagen, liebe Leute, wir wollen euer Haus abreißen, wo ihr so viele Jahrzehnte gelebt habt, wo ihr Kinder großgezogen habt, wo ihr alt geworden seid, ist nicht so einfach. Aber wenn man solche konsequenten Schritte nicht geht, dann hat man auch dann keine Chance, sich richtig nie, die Stadt tatsächlich zu entwickeln. Ja, ja, ja. Ja. Da sind wir immer noch im Mittelalter. Aber vielleicht kann man den Leuten sagen, ihr habt die Möglichkeit, danach wieder hier einzuziehen und kann man immer noch Vergleiche zeigen, wie es vorher ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht oder aussehen wird. Die Möglichkeit besteht, das haben wir Ihnen auch aktiv in den Gesprächen angeboten, das ist richtig. Wobei, da muss man auch ganz ehrlich sein, die jetzige Miete ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit der Miete hinterher. Aber ich denke, das ist auch verständlich. Wer im Stadtzentrum wohnt, das ist nun mal auch teurer Baugrund, der muss auch eine entsprechende Miete zahlen. Das ist so. Dennoch freut es uns, wenn der eine oder andere gern wieder dort einzieht. Die haben dann durchaus auch ein bevorzugtes Recht, dort zu sagen, okay, wir wollen dort wieder einziehen. Verstehe. Wollen wir noch mal über Sie kurz sprechen? Also, haben wir das nicht schon genug? Nee, noch nicht. Also ich weiß, dass Sie, also Sie haben erzählt, dass Sie gerne laufen, aber Sie fahren auch mal gerne schnell, wenn ich richtig weiß. Schnell nicht, aber ich glaube, Sie meinen das Motorradfahren. Genau. Also, das geht mit meinem Motorrad Gott sei Dank nicht so. Ja, seit ein paar Jahren habe ich ein Motorrad und fahre auch gern mal damit. Aber es ist eine Shoppermaschine, also ich gleite mit 100 vielleicht dahin. Völlig ausreichend und entspannt, aber es ist ein schönes Gefühl, muss ich wirklich sagen. Ich muss zwischendurch auch mal, wenn es schnell gehen soll, nach dem Fisch gucken. Halt. Wir wollen noch mal schauen, wie es aussieht. Das wird heiß sein jetzt mittlerweile, denke ich mal. Ja. Sind Sie ein guter Chef? Was denken Sie, was Ihre Mitarbeiter über Sie sagen? Das kann ich nicht beurteilen, ob ich ein guter Chef bin. Das müssen meine Mitarbeiter sagen. Ich habe dich schon gefragt, also befragt. Also ich weiß schon, Wann haben Sie die Mitarbeiter gefragt? No. Ich habe schon einige Quellen. Was denken Sie, was die gesagt haben? Mit Verlaub, ich beurteile mich ungern selber. Ich glaube, der Fisch ist gut. Ich also auch. Da enthalte ich mich wirklich jeglicher Wertung. Das mögen andere tun. Also die haben gesagt, unglaublich angenehmer Chef. Sehr menschlich, sehr
ausgeglichen, können Sie sich auch so beurteilen? Ich gucke lieber erstmal nach dem Fisch. Aber ich denke, der Fisch ist gut. Sieht sehr gut aus. Das heißt, wir können das Risotto fertig machen. Duftet, also Wahnsinn. Ausgeglichen fällt mir manchmal schwer. Ich glaube, zu Hause, meine Frau, meine Kinder werden das etwas anders beurteilen. Natürlich versuche ich im Job ausgeglichen zu sein, aber irgendwo muss auch mal etwas raus. Ich weiß nicht, ob mir das immer so gelingt, wie ich das möchte. Das heißt jetzt nicht, dass Sie zu Hause schreien oder wie? Nein, nein, das hoffe ich nicht. Nein, nein, gut. Aber es freut mich aber, wenn ich so von den Mitarbeitern gesehen werde. Doch, ja, also doch. Durchaus, die haben ganz viele so gesagt. Hm? Aber die haben gesagt, darf ich jetzt ganz offen sagen, ne? Hört niemand zu jetzt und sieht niemand zu. Sie vergessen manchmal einige Sachen. Zum Beispiel eine Weihnachtsfeier. Wie kann sowas passieren? Ja, man ist froh, wenn man am Freitagnachmittag dann irgendwann mal zu Hause ist und sagen kann, die Woche ist geschafft, es war vielleicht stressig, ich gebe es zu, dann rutscht vielleicht auch mal so ein Termin etwas durch. Jetzt habe ich, sehen Sie, Vergesslichkeit, das ist das Stichwort. Ich habe vergessen, den Knoblauch, den Ingwer und die Zitrone rauszunehmen. Das nehmen wir jetzt raus, ist doch kein Problem. Ich habe Sie jetzt in Verlegenheit gebracht, stimmt's? Insofern kann sowas vielleicht schon mal passieren. Ja, das zeigt auch, dass Sie auch ein Mensch sind, oder? Ja, hoffe ich, dass ich das noch bin, ja. Ja, also unsere Zeit ist fast rum, wissen Sie das? Und Ihr Risotto ist auch fertig, also Sie haben das doch rechtzeitig nicht, und in der nicht Zeit. Nicht ganz, aber ja. Hier ist jetzt noch ein Stückchen Knoblauch drin, aber ich glaube, das bleibt hier oben, das große Stückchen. Ja, ja, insofern können wir das jetzt ich mal so lassen. Es. Ja. Ich esse es, ich esse das gerne. So, lieber Herr Herrmann, unsere Zeit ist wirklich abgelaufen. Wir haben ich bin noch nicht ganz fertig. Eine Minute Zeit. Ja. Aber das kriegen wir auch noch hin. Es war sehr interessant, mit Ihnen gemeinsam hier zu kochen. Und so eine hohe italienische Kunst, wie ich so sehe, das riecht unglaublich gut. Und es sieht auch genauso aus. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Thymian, war das? Richtig. Den darf man nicht vergessen, der kommt zum Schluss rein. Genau. Der bringt noch mal einen wunderbaren Geschmack zusätzlich. Ich bringe schon mal Teller. Ja. Ich denke mal, unsere Küche ist auch so weit, dass wir das servieren können. Hat die können. Küche die gleiche Vorgabe gehabt wie ich? Absolut. 17 bis 18 Minuten? Der hat gesagt, er schafft es. Dann ist es mittlerweile kalt, Vorsicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie zugehört haben, dass Sie hier waren. Ich darf Sie ganz herzlich wieder einladen hier im Open House. Zum Beispiel am 18. November, das ist gar nicht mehr so weit, da wird Hänsel und Gretel hier zu erleben sein. Die Vorstellung gibt es auch am 16., 19. und 22. Dezember wieder, also kurz vor Weihnachten. Passt auch zu der Weihnachtszeit, Hänsel und Gretel. Aber trotzdem gibt es auch Pinocchio, wenn ich richtig weiß, für die kleineren Kinder. Ab dem 2. Dezember gibt es Pinocchio. Und Hello Dolly. Hello Dolly gibt es wieder im Dezember, am Nikolaustag, am 6. Dezember ist Wiederaufnahme. Also sind Sie alle herzlich eingeladen. Und für die ganz kleinen Zuschauer ab 4 Jahren gibt es ist das neue Tanzmärchen Lina und das Traumfängerchen ab 24. November hier im Opernhaus. Also ein Ballettabend für kleine Kinder. Vielleicht können Sie weiterempfehlen an die Ich dachte, Sie wollen mich jetzt zu dem Ballettabend einladen, nein. Mich als kleines Kind betiteln. Nein, nein. Ich habe schon so gespannt geschaut, was kommt jetzt? Können Sie an Ihre Mitglieder weiterempfehlen? Sie haben das auch eine können wir gerne machen. Zeitschrift, ja. Wo man tolle Veranstaltungen hier vom Theater das können wir empfehlen gerne kann. Machen. Ich darf mich herzlich bedanken bei der Weinhandlung Lassak. Ich bin extra heute angewiesen, dass ich das sagen muss. WMM-Filiale in Magdeburg und Küche und Co. im Alles-Center. Also da sind unsere Sponsoren. Und natürlich beim offenen Kanal Magdeburg. Ich darf mich beim unserem Theater hier bedanken für die Gastfreundschaft. Diese Jubiläum-Show, denke ich mal, ist sehr gelungen gewesen und ich freue mich hier. Der Fisch muss noch drauf. Ja, 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 ja. Sehen. Ich warte drauf.
Und man isst richtig aus dem Papier sozusagen. Ja, ja. Richtig. Das Papier ist so, mit jetzt gucke ich mal, ob ich nichts vergessen habe. Natürlich, das Ereignis des Jahres, meine Damen und Herren. Sweeney Todd. Es ist ein Musical, was Weltrang hat. Und auch ein Weltstar kommt nach Magdeburg. Kevin Tert wird hier auftreten. Wie gesagt, ich habe keine Karten mehr bekommen für die Premiere. Ich werde irgendwann am 30. November doch kommen können, vielleicht. Mal gucken, ob ich die Karten noch kriegen kann. So, ich darf Sie herzlich einladen zu meiner 11. Ausgabe von der Magdeburger Allerlei. Da kommt wieder ein Banker, Manfred Maas, das ist der Leiter von Investitionenmacht. Auch ein Gourmet. Geben Sie mir den Termin, denn da komme ich bestimmt. Das war ja mal mein ehemaliger Chef. Ja, das ist der 29. Januar, meine Damen und Herren. Am 29. Januar, da werde ich auch ein bisschen älter. Da ändert sich schon einige Sachen in meinem Lebenslauf. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, Herr Pantara. Naja, man weiß es nicht. Und wir fühlen uns doch jung. Jetzt ja, aber danach. Ja, Sie wissen, dass die Kochshow immer um meinen Geburtstag so rum ist. Vielleicht können Sie mit mir Geburtstag feiern. Und ich habe natürlich auch, weil ich ein bisschen älter bin und auch nicht mehr so richtig alles schaffen kann, ich habe mir zwei Damen eingeladen. Zwei Tänzerinnen vom Ballett. Also es wird was Besonderes sein. Emma Henley-Jones und Frida Menen werden hier mit mir gemeinsam kochen und mit Herrn Manfred Maas. Lieber Herr Herrmann, ich muss meine Otto-Tüte noch rausbringen. Ich habe natürlich meine Otto-Tüte nicht vergessen, auch wenn Sie nicht mehr neu hier sind, sondern ein mit Herzblut Magdeburger geworden, oder? Kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Was sagen Sie, wenn Sie woanders sind? Ich bin Magdeburger. Nein. Also nicht aus Stolberg, Harzer? Nein, ich bin Magdeburger. Also. Doch neu hier, Sie werden auch einige neue Sachen entdecken. Also das ist ich finde die Broschüre sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe mich, als sie neu rausgekommen ist, auch damit beschäftigt. Es kommt jedes Jahr neu und es ist jetzt eine ganz neue Ausgabe, die Sie noch nicht kennen. Natürlich, Kaiser Otto ist auch wieder mit Magdeburg und die Otto-Stadt. Also wir kochen auch kaiserlich hier sowieso heute Abend. Ja. Also eine Kaiserkrönungsmedaille. Und ich habe für Sie als Gourmet was ganz Besonderes, was ich fast niemandem gebe, aber Ihnen gebe ich das. Da steht hier mein kleines Kochbuch. Eine Sammlung gute Kochrezepte aus Siebenbürgen. Sehr interessant. Also Sie werden bestimmt mit viel Knoblauch? Nee, gar nicht. Nee? Nein. Aber Sie werden bestimmt viel Freude dran haben. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie mit mir gemeinsam hier so fantastisch gekocht haben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben. Ihnen auch zu Hause, dass Sie uns verfolgt haben und ich freue mich, am 29. Januar 2013 Sie hier wieder zu begrüßen. Vielen Dank, guten Abend, bis zum nächsten Mal.